Wohn-Essbereich, auch hier sehr groß offen. Das hast du eine Wehe? Ja, die ganze Zeit wehen. Geht es jetzt in den für mich, glaube ich, emotionalsten Raum? Was geht ab, Tabia? Und welcome back zu einem neuen Video. Und endlich ist es soweit. Ihr bekommt die Roomtour von unserer neuen Übergangswohnung heute zu sehen. Denn einige von euch haben es vielleicht mitbekommen oder auch nicht. Wir hatten ja einen Wasserschaden in unserer neuen Wohnung, wo wir im Dezember angezogen sind. Die Leute können es schon nicht mehr hören. Genau, mit Schimmel, mit vollem Programm. Mittlerweile sind wir 8-mal umgezogen. Und jetzt hat uns die Hausverwaltung endlich eine Wohnung gestellt, wo wir auch unser Kind zur Welt bringen können. Also nicht in der Wohnung, aber... Ich glaube, da hätte die Hausverwaltung wahrscheinlich noch was vielleicht dagegen. Aber auf jeden Fall können wir hier erstmal zur Ruhe kommen. Und bleiben, bis unser Wasserschaden in der alten Wohnung behoben ist. Genau. 123 Quadratmeter haben wir hier und wir zeigen euch mal, wie das Ganze aussieht. Und wir beginnen im wahrscheinlich unspektakulärsten Raum. Dem Flur, da geht's quasi rein und hier sieht man auch schon, hier sind einige Wände bereits gestrichen, das haben nicht wir gemacht, sondern das ist alles noch vom Vormieter, die wollten uns das noch quasi sanieren, aber wir haben gesagt, nein, lasst es bitte so, Hauptsache, wir haben ein Dach über dem Kopf und können schnell hier rein. Wir haben hier auch einfach nur unsere ganz simplen IKEA-Möbel mitgenommen. Hauptsache, wir haben eine Garderobe, was wo wir Schuhe reintun können und was wo wir mal einen Haustürschlüssel draufschmeißen können. Und dann geht man hier durch und man kommt dann direkt links in den Wohnbereich. Aber bevor wir euch jetzt unseren Wohnbereich zeigen, möchten wir euch sehr gerne unseren neuen Mitbewohner vorstellen. Und nein, es ist nicht das Baby. Und zwar ist das unser erster Mitbewohner in unserer neuen Wohnung. Wie heißt der Roboter? Pizziu. Wir haben ihm schon einen Namen gegeben, der heißt jetzt Pizziu. Wer auch immer Pizziu sein soll. Juno hat es erfunden. Das ist ein Reinigungssystem, was nicht nur ein leistungsstarker Saugroboter ist, sondern durch eine automatische Absaug- und sogar Reinigungs- und Wischfunktion verfügt. Drück mal Play hier. Dann fängt er an zu wischen und zu saugen. Ja. Und unser Pizziu, aka Dreamy, hat sogar Sensoren, Kameras und dort oben so ein... Ja, jetzt kann er gar nicht mehr raus. Ah, der hat dich ausgetrickst, mein Schatz. Guck mal, der hat dich ausgetrickst. Jetzt fährt er da unten durch. Ja, er hat das wahrgenommen und ist direkt da unten durchgefahren. Also ich finde das super. Ich meine, er wischt jetzt gerade sogar unter unserem Sideboard. Ich meine, das ist für mich eine Riesenerleichterung. Besonders jetzt, wo Baby Nummer 2 auf dem Weg ist, nimmt er mir einfach das Saugen und Wischen ab. Ich meine, alle, die zu Hause saugen und wischen, werden das verstehen. Das ist einfach game-changing. Und der kann sogar bis zu 60 Tage quasi überleben, ohne dass man ihn irgendwie sauber machen muss oder sonst was. Er entleert sich einfach in seiner Station selber. Was macht er gerade? Pipi. Ja, der macht gerade Pipi. Der entleert sich gerade. Juna meinte gerade, der macht Pipi erstmal. Wie erklärt man einer Dreijährigen einen Staubsaugerroboter? Und ich meine, ihr habt es ja gerade gesehen, der Saugroboter erkennt einfach selber Barrieren, fährt präzise unter Stühlen oder auch unter unserem Sideboard durch, erkennt unterschiedliche Untergründe, beispielsweise Teppich, ja. Da wischt er dann natürlich nicht und er wischt und saugt unseren Boden. Was will man mehr? Oh mein Gott. Wir müssen einfach nie wieder wischen. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, 50 Euro Rabatt zu bekommen über den Link unten in der Beschreibung auf Pizziu, auf dieses tolle Reinigungssystem. Und ein Starter-Zubehör-Kit im Wert von knapp 85 Euro kostenlos dazu. Den Code dazu findet ihr in der Beschreibung, Link und Code. Und wie ihr ja gerade schon gesehen habt, befinden wir uns jetzt hier im Wohn-Ess-Bereich. Auch hier sehr groß, offen, hell gestaltet. Hier haben wir das Sofa, natürlich mit Fernsehen, Kommode, Vitrine, wie auch immer. Und hier diese Wand, diese Steinmauer, ist natürlich auch nicht von uns, sondern vom Vormieter. Erst dachte ich, okay, ist so gar nicht mein Stil, aber jetzt finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ja, es sieht gar nicht so schlecht aus tatsächlich. Wir haben jetzt die ganzen alten Möbel von uns mitgenommen. Wir bekommen jetzt ein neues Sofa noch, das ist jetzt auf dem Weg. Die Vorhänge müssen hier noch aufgehangen werden auf jeden Fall. Aber wir haben uns das auf jeden Fall schon mal wohnlich eingerichtet hier. Auf jeden Fall. Hast du eine Wehe? Ja, die ganze Zeit wehen. Willst du dich kurz hinsetzen? Nee. Nicht, dass wir in der Roomtour gleich die Geburt einleiten. Ich habe die ganze Zeit Senkwehen, schon gestern auch. Und ich habe durch diese Senkwehen, die ich vor allem gestern hatte, so Bauchmuskelkater, das verstärkt das Ganze nochmal.
Auch unseren Tisch haben wir einfach mit rübergenommen, genauso wie unsere Lampe. Wir hatten gestern zum Glück einen Handwerker da, der uns Lampen, Gardinenstangen und so weiter direkt angebracht hat. Haben einfach hier mehr geschafft in 2 Tagen als davor in einem Monat. In einem Monat. Das ist echt so, ne? Ja. Und hier befinden wir uns in der Küche. Hier geht sie über Eck. In unserer kaputten Wohnung war sie ja so längs, ne? Finde ich aber auch eine sehr, sehr schöne Küche, muss ich sagen. Schön hell, was will man mehr, ne? Alles da, was man braucht. Schränke, dies, das. Läuft. Hier ist eine Speisekammer. Habe ich natürlich auch schon in unserer kaputten Wohnung sehr gefeiert. Ich liebe es einfach, eine Speisekammer zu haben. Und Leute, wir haben endlich wieder eine Waschmaschine. Nach, ich glaube, Über einen Monat hatten wir keine Waschmaschine. Haben bei Freunden gewaschen, ja, etc. Und jetzt läuft sie gerade im Dauerbetrieb, weil ich natürlich alles jetzt durchwaschen muss. Der Vormieter hat zum Glück auch hier seine Regale drin gelassen, was natürlich für uns mega, mega praktisch ist, weil wir die halt direkt jetzt auch nutzen können. Und hier geht's dann lang weiter zu den anderen Räumen, quasi in den Schlaftrakt, wie ich ihn nenne. Wobei hier vorne ist erstmal nochmal ein Badezimmer. Hier haben wir das Gästebad. Auch hier ist wie bei uns in der alten, in der kaputten Wohnung die gleiche Ausstattung, eine Toilette, Waschbecken und eine Dusche. Ist tatsächlich ein bisschen größer als in unserer kaputten Wohnung. Aber ja, müsste für mich jetzt auch nicht unbedingt größer sein. Aber ist ein traumhaft schönes Bad, ne? Hier ist ein Flur. Auch diese Wände haben wir nicht selber gestrichen, aber soll mir recht sein. Macht das Ganze halt ein bisschen wohnlich. Hier steht nichts außer eine Glühbirne. Der Flur ist echt lang, ne? Ja. Aber wir haben in unserer kaputten Wohnung doch auch so einen langen Schlauch. Ja, stimmt, stimmt auch, ja. So, wo gehen wir als erstes rein? Ja, hier sind die 3 Zimmer. Genau. Jonas-Zimmer, Babyzimmer, Schlafzimmer, Ankleide, Bad. Die Kinderzimmer sind hier beide relativ gleich groß, würde ich mal so behaupten. Juna hat sich ihr Zimmer selber ausgesucht, sie wollte dieses hier. Genau. Haben wir gefragt, was welches willst du haben? Sie hat gesagt, sie will dieses hier und fertig. Dann hat sie das bekommen. Ja, fertig. Ja. Ihr Bettchen, wir haben nur noch nicht geschafft, das Dach drauf zu machen. Ja. Aber ihr Bettchen steht immerhin schon. So ein paar Spielzeuge, mehr haben wir noch nicht geschafft rüberzuholen, aber immerhin, ne? Und ihr Schrank, hier haben wir auch nur einen Korpus, weil der beim Transport. Der war sau schwer, den muss ich mit meinen Jungs 4 Stockwerke hochtragen durchs Treppenhaus. Ich habe zu Judy gesagt, Punkt, Juna lebt jetzt mit einem Korpus. Da kommt sie die nächsten 2-3 Monate mit klar. Wir müssen ja auch nicht alles aus der kaputten Wohnung rausnehmen. Junas Zimmer ist ja zum Glück verschont geblieben. Bedeutet, wir können da auch noch ein bisschen was einlagern, was wir jetzt die nächsten 4-5 Monate vielleicht nicht unbedingt brauchen. Hier kommt man dann ins Schlafzimmer bzw. Schlafankleide-Badezimmer. Genau wie bei uns in der kaputten Wohnung tatsächlich vom Schnitt. Ich glaube sogar von den Maßen her 1:1 genau das gleiche. Sehr praktisch. Genau, wir haben hier jetzt Ankleidezimmer, den Schlafbereich und hier vorne rechts das Badezimmer. Und in diesem Badezimmer haben wir eine Dusche und eine Badewanne. Ja, das heißt, wir haben 2 Duschen in dieser Wohnung. Ja. In der letzten hatten wir nur eine. Bedeutet, ich muss auch 2 Duschen putzen. Leider. Das kann Pizio leider nicht. Viele von euch hatten uns geschrieben, warum bleibt ihr denn nicht gleich in dieser Wohnung wohnen? Das ist eine traumhaft schöne Wohnung, versteht uns nicht falsch. Wir sind mega, mega dankbar, dass wir die jetzt zum Ausweichen quasi bekommen. Aber wir finden den Küchenbereich nicht so schön offen einfach, wie er in der kaputten Wohnung war. Uns fehlt der Garten, weil in der kaputten Wohnung hatten wir ja Garten mit Terrasse. Ja. Hier haben wir einen tollen Balkon, aber es ist trotzdem was anderes, einen Garten zu haben, finden wir. Und natürlich, was auch sehr, sehr schön ist, vor allem an der kaputten Wohnung, wir nennen die immer so, sind die Deckenhöhen. Der Wohnraum wirkt einfach wesentlich größer, höher, freier, luftiger. Und die bodentiefen Fenster. Ne? Ja, genau, das macht es schon aus. Es gibt so einen ganz anderen Vibe. Deswegen haben wir gesagt, die Wohnung ist schön. Auch der Vermieter hat sogar angeboten, durch die Blume, wollt ihr denn nicht direkt vielleicht bleiben? Ja, und wir hätten diese Wohnung auch einfach direkt ganz haben können. Nee, wir zahlen natürlich schon hier in Hamburg eine horrende Miete. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir möchten schon die Wohnung, die bei uns auch die Nummer 1 ist und nicht auf die Nummer 2 ausweichen. Die uns damals dieses Gefühl gegeben hat. Die ist es. Ne?
Und hier geht es jetzt in den für mich, glaube ich, emotionalsten Raum aktuell, das Babyzimmer. Definitiv. Gestern wurde nämlich, wundert euch nicht über die Kartons, wir sind noch viel am Machen. Blendet das aus. Genau, blendet das aus. Seht nur das. Gestern wurde nämlich unsere Kommode aufgebaut, beziehungsweise du hast sie dann fertig aufgebaut und ich habe sie heute dann schon fleißig, schon fleißig ein bisschen eingeräumt. So. Nestbautrieb kickt, ihr versteht schon. Ich habe dann auch noch die Lampe zusammengebaut und den Wäschekorb hingestellt, alles was ich halt schon so hatte. Und du bekommst ja noch deinen Schaukelstuhl, einen Stillstuhl, einen Teppich, einen Schrank. Und dann wird es wunderschön, eine Lampe und dann, ey, das hat sich, ich sag's euch, seitdem Judy schwanger war, hat sie sich gewünscht, dass sie diesen Raum einrichten kann. Und dann ist es passiert mit diesem Wasserschaden, wir mussten raus, wir haben die Wand sogar ja in der kaputten Wohnung vertäfelt. Mittlerweile sind wir in der 37. Woche und ich hatte bisher immer noch keine Möglichkeit, die Babysachen zu waschen, geschweige denn irgendwelche Produkte aus dem Karton zu holen. Ja. Natürlich ist das außer Frage, sind das alles irgendwo Luxusprobleme. Ne? Brauchen wir nicht 100-mal erwähnen, aber man wünscht sich das einfach. Das ist einfach so ein Wunsch gewesen und jetzt können wir das, kurz vor knapp tatsächlich noch erfüllen. Ja. Kurz vor knapp, das Schicksal war doch irgendwie auf unserer Seite und wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns über jedes Abo von euch, danken euch, dass ihr wieder reingeschaltet habt in dieses Video. Gebt dem Video sehr, sehr gerne ein Like und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Johnny, Judy, Juna und Babyboy. Wer weiß, vielleicht schlüpft er bis dahin schon. Stimmt, weiß man nicht. Bei den Wehen, die du hast mittlerweile, also machst du...